Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich glaube, wir wissen spätestens nach dem Vortrag von Herrn Knecht, warum wir hier sitzen. Weil wenn schon ein Schweizer sagt, das geht jetzt sehr schnell, dann ist es wirklich Zeit, dass wir uns mit dem Thema Online-Video und Video-on-Demand beschäftigen. Ich bin deshalb in den USA, weil es da wahrscheinlich noch ein Tick schneller geht und die Märkte sich einfach rasanter entwickeln und diese neuen Formen Online-Video, Video-on-Demand, digitale Strategien in allen Medienbereichen aggressiver und schneller umgesetzt werden und natürlich ehrlich gesagt der Medienmarkt auch sehr viel größer ist, also mit über 300 Millionen Einwohnern, über 114 Millionen TV-Haushalten sieht man natürlich Entwicklungen schneller als in dem etwas territorial zergliederten Europa, aber die Trends kommen hier hin und das ist genau das, was ich mache. Ich berate mit meiner Beratung Quantum Media Unternehmen, Medienunternehmen, Brands in Digitalstrategien. Also wir haben sowohl große TV-Sender, die sich Online-Startups anschauen und sehen, welche Trends sie in ihre Unternehmen aufgreifen können, als auch, ich berate auch amerikanische Startups hier für den amerikanischen Markt, die mit sehr innovativen Produkten kommen. Das sind Technologien, Online-Video-Technologien, aber auch Programmanbieter. Deshalb aus New York und aus den USA bringe ich Ihnen ein paar Beispiele. Ich bin sehr dankbar, dass wir nochmal den Blick aus Zürich und aus der Schweiz bekommen haben, weil ich finde es in der Tat sehr, sehr bemerkenswert, dass aus einem so kleinen Land eine neue Technologie entstanden ist, die jetzt europagreifend geht. Ich möchte Ihnen heute so ein bisschen den Blick auf den amerikanischen Markt geben und da einfach auch später in der Diskussionsrunde die Unterschiede vielleicht herausarbeiten. Die digitale Revolution ist wirklich da. Und im Augenblick laufen in New York die Upfronts, das sind die Konferenzen, auf denen die Mediaplaner mit den TV-Sendern sich treffen und über die neuen Werbepreise und Programmbuchungen sprechen. Und ich habe mich mit einer Executive unterhalten und sie sagt, vor 4 Jahren haben wir noch 160 Seiten Slides präsentiert, da ging es nur um das Programm und eine Seite war zum Digitalen, zur Digitalstrategie des Senders. Heute zeigen wir immer noch 160 Slides, aber jede einzelne hat Bezug auf die Digitalstrategie, was wir machen im Mobile, Social, Local. Das sind alles Themen, die heute in die Werbebuchung mit reingehen, die heute in die Programmplanung reingehen und auf die Digitalstrategien Ausmaß nehmen. Ich möchte Ihnen heute zeigen, auch ein kurzer Überblick, also diese neuen Distributionswege. Wer gestern hier war, hat davon einiges schon auch in anderen Vorträgen gehalten. Ich werde es kurz halten. Das neue Konsumentenverhalten und wo die digitalen Strategien hingehen. Und einen sehr, sehr spannenden Punkt, nämlich die Unternehmen, die heute selber zu Programmanbietern werden. Und das geht über das Thema und Stichpunkt Branded Entertainment hinaus, was wir gestern von den Kollegen Jung von Matt mit Mercedes gesehen haben, wo klassische sozusagen Werbeformen als Branded Entertainment entwickelt werden. In den USA und auch hier inzwischen, Sie haben es an Red Bull gestern gesehen, ist ganz klar der Trend auch, dass Marken zu neuen Content-Anbietern werden. Und ein ganz wichtiger Punkt, die kreativen Ideen finden nicht mehr in einem Haus, in einer Kreativabteilung statt. Das Spannende an der heutigen Zeit ist wirklich, dass sich viele Unternehmen, viele Organisationen, Kreative zusammensetzen und durch Kollaboration wirklich ganz, ganz spannende neue Kampagnen, neue Inhalte kreiert werden. Deshalb denke ich eigentlich, wir sind in einer absolut richtigen Zeit hier. Zu den neuen Distributionsformen. Ich habe Ihnen noch mal so einen kleinen Überblick mitgebracht, um einfach die Themen, über die wir sprechen, ein bisschen einzuordnen. Wir können ganz klassisch anfangen, also wie wird Video über das Internet heute angeboten? Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten jetzt des Empfangs. Und man kann es einfach mal unterteilen in Services, die es gibt, in die Boxen, die heute auf dem Markt sind, Software und Connected TV. Satu würden wir hier bei den Services wahrscheinlich einordnen, wenn es, aber ich habe mich hier in meinem Vortrag auf den amerikanischen Markt konzentriert und Herr Knecht hat es auch angesprochen, Netflix ist ein riesiges Thema in den USA. Diesen Service, der ein klassischer DVD-Versand war, viele Jahre, hat vor 3 Jahren erst umgestellt auf Streaming, also die Titel, 100.000 Titel gibt es in der klassischen DVD-Library, werden verschickt per Post.
Und umgestellt wurde jetzt so, dass 20.000 Titel jetzt per Streaming-Angebot erhältlich sind. Netflix hat einen irrsinnigen Abonnentenschub, also es ist ein Pay-Service, und heute sind 22 Millionen Abonnenten bei Netflix registriert für zwischen 9 und 12 Dollar im Monat, also wirklich ein Bezahlservice. Die Wachstumsraten sind rasant, bis Ende diesen Jahres erwartet man 30 Millionen Abonnenten, und das ist wirklich etwas, wo ein neuer Kabelnetzbetreiber oder ein neuer Fernsehaggregator entsteht im Internet. Deshalb schauen viele Firmen, viele Analysten mit Spannung auf dieses Unternehmen. Und Wettbewerber dazu, Hulu, das ist ein von den Studios, amerikanischen Studios zusammengeschlossenes Joint Ventures, wo sehr viel aktuelle Fernsehserien zu sehen sind, im Gegensatz zu Netflix, die ein anderes Programmfenster, ein anderes Windowing haben, also da kommen die etwas zeitlich versetzt in das Angebot. Sie hatten gestern hier den Kollegen von Google, der viel, da möchte ich nicht groß drauf eingehen, zur Google-Strategie, YouTube-Strategie erklärt hat. Amazon steigt in den Markt ein, ganz vehement. In diesem Jahr wurde in den USA auch ein Premium-Streaming-Service angeboten, ebenfalls ein Bezahlservice, was ganz interessant ist. Und die Premium-Amazon-Kunden in den USA bekommen im Augenblick 5.000 Titel umsonst zum Abruf, wenn Sie bei Amazon als Prime-Kunde registriert sind. Das heißt also, man bekommt auch die Buchlieferung schneller ausgeliefert. Und das ist im Augenblick so ein Package quasi umsonst. Aber Sie sehen, der Trend geht so ein bisschen in das Pay-Modell rein in den USA. Dann haben wir sehr viele verschiedene Boxen auf dem Markt. Sehr gute Lösungen, einfach anzuschließen. Roku ist eine Billigbox für 99 Dollar. Dieses wirklich auch für mich einfach zu bedienen, man schließt das an, es funktioniert, hat aber natürlich diese verschiedenen Apps und muss sich aus dem Internet die Dienste anschauen. Ich bin persönlich, wie Sie sehen, ein Apple-Fan und schaue die Tagesschau über Apple TV in New York, also das ist für mich ein sehr guter Service, wobei man natürlich ehrlich gesagt sagen muss, dass Apple den Schwerpunkt der Strategie auf die Geräte und nicht auf die Inhalte setzt, weil das ist Geschäft wird bei Apple nach wie vor mit den Geräten, mit den fantastischen Geräten gemacht. Die Slingbox ist auch hier in UK jetzt, glaube ich, erhältlich, aber ein amerikanisches Modell, mit der man von sein lokales TV-Programm, was man also über einen Kabelnetzbetreiber oder Satellitenbetreiber bekommt, auf mobile Endgeräte oder auf den Computer überträgt. Also es ist quasi eine Box, die diese Daten transferiert. Dann haben wir nochmal den Bereich verschiedene Softwarelösungen, die über das Internet Programme bündeln, und gestern gab es auch ein Panel hier dazu, den Bereich Connected TVs. Die Hersteller, Sie haben es gehört, gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren nur noch internetfähige Fernseher verkauft werden. Das heißt, sie suchen selber ganz intensiv nach Strategien, genau diesen Schnittpunkt selber darzustellen, durch Apps, durch Programmguides, die jetzt gebaut werden, und das sind wirklich die Anfänge. Also ich bin ganz sicher davon überzeugt, dass diese Plattformen und Überflächen in ein, zwei Jahren komplett anders aussehen als jetzt, aber man sieht einfach, hier konzentrieren sich alle auf das, worüber viele, viele Jahre gesprochen werden, nämlich dass Fernsehen und Internet zusammenkommen, und alle richten sich darauf ein. Den Überblick darüber, was es für Angebote gibt, habe ich jetzt noch einmal ein bisschen anders aufbereitet, und dann verlassen wir das auch ein bisschen, diesen Bereich, weil wir haben später noch mal ein Panel dazu. Man kann diese ganze Dienste auch noch mal unterscheiden in was ist Free VOD, also werbefinanzierte Ausstrahlung, und was, wofür sind tatsächlich Paid VOD. In den letzten Jahren und in den Anfängen war es so, dass die Sender sich sehr stark auf das Free-VOD-Modell gestürzt hat, also es ist gestürzt haben. Es ist so, dass fast alle, ich glaube alle amerikanischen Sender, kann man sagen, mit Ausnahme der reinen Kabelsender, inzwischen ein sehr intensives Angebot ihrer laufenden Sendung auf eigenen Websites haben. Also ob es abc.com ist, cbs.com, in dem klassischen Catch-up-TV finden Sie auf diesen Seiten die Programme der Sender. Und darüber hinaus gibt es die Aggregatoren wie Hulu, viotv.com, die ganze Sender bündeln und wo man eine Plattform hat, wie sie jetzt von hier auch in Deutschland geplant wird.
Das war der Schwerpunkt. Man tat sich zu Anfang sehr schwer, die Werbefinanzierung und die einzelne Werbung zu verkaufen. Und das hat sich in diesem Jahr spätestens geändert. Aus den Upfronts hört man, dass die Online-Werbung früher, die Werbeplätze früher verkauft werden als in der klassischen TV-Werbung. Das heißt nicht, dass da höhere Erlöse sind, aber es ist nur ein Signal, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Mediaplaner ganz aktiv nach Werbeplätzen fragen auf diesen Programmplätzen bei den Fernsehanbietern. Und ein Grund dafür ist sicherlich die Adressierbarkeit und die Analytics, die man bekommt, dass man nämlich genau erfährt, wer ist der Nutzer, wen adressiere ich mit dieser Werbung, die Vorteile, die wir vorhin auch in der Präsentation gesehen haben. Interessant ist aber, ich habe es gerade angemerkt, dass wir jetzt diesen Trend haben in das Paid-VOD-Geschäft und sich viele der Anbieter einfach Paid-Services überlegen, weil die Finanzierbarkeit natürlich überschaubarer ist. Und man hat festgestellt, das Beispiel Netflix zeigt es einfach, dass die Nutzer gewillt sind, für diesen Service und diesen Komfort zu zahlen. Es gibt auch sehr spannende neue Formate, die aus dem Internet tatsächlich den Weg ins Fernsehen finden. Thunder Ant, das ist auch so dieses Phänomen, dass auf YouTube nicht nur reiner User-Generated Content ist, der keinen Wert hat. Das ist so ein Komiker-Duo, Thunder Ant, die haben Sketche in kleinen Snacks auf YouTube ausgestrahlt, wurden dann entdeckt vom IFC, vom International Film Channel, und daraus ist eine Fernsehserie entstanden. Also dieses Duo wurde dann gebucht, es wurde klassisch Fernsehserien gedreht und die sind jetzt auf einem richtigen Programmplatz zu finden. Das neue Konsumentenverhalten ist sehr spannend. Wenn Sie heute in Amerika sind, werden Sie eigentlich immer gefragt, what's your Mosolo strategy? Und ich habe das, als ich das erste Mal gehört habe, mir gesagt, was ist das? Und es heißt Mobile, Social, Local. Das sind die drei Themen, alles, was mit Bewegtbild, jeder, der sich mit Bewegtbild oder mit Medien beschäftigt, beschäftigt sich auch mit seinen Strategien zu diesen Themen. Und anders als mein Vorredner würde ich sagen, der größte Schwerpunkt ist neben der Erreichbarkeit, dass es mobil sein muss, im Augenblick auf dem Thema Social. Weil das ist das, was Fernsehen und Online-Content jetzt so spannend macht, dass es adressierbar ist, dass die Freunde es teilen. Und hier wird sehr, sehr in den USA sehr an Strategien gearbeitet. In jedem einzelnen Sender, bei jedem Produzenten geht es darum, wie komme ich in die Netzwerke rein, wie bekomme ich die Netzwerksynergien. Ich habe Ihnen zu allen drei Bereichen kleine Beispiele mitgebracht. Das Thema Mobile, hier ist ein neuer Service, der heißt Mobile Mom. Das ist ein bisschen wie ein Netflix zugeschnitten auf die Preschoolers, also auf die 1- bis 4-Jährigen. Und dort werden halt Sendungen, Spiele, Lesematerial gebündelt von dieser Firma und dann auf die verschiedenen Geräte ausgespielt. Also ganz, die haben sich wirklich als Target genommen, die Mobile Mom, die ihre Kinder zum Hockey, zum Tennis fährt und unterwegs ein bisschen Unterhaltung für die Kinder braucht und die auf den iPad oder auf ihrem iPhone, die Verbreitung in den USA ist ja enorm, von diesen Geräten das einfach nach hinten gibt und somit die Kinder beschäftigt hat. Das ist der Trend, auch den man bei allen Programmanbietern sieht. Die Ausstrahlung muss an alle Geräte rausgehen. Netflix hat, und das ist immer so die Benchmark, die bei allen genannt wird, den Content auf 200 Endgeräten. Mobil, Computer, Boxen, Spielekonsolen, alles, was es gibt. Local. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Sie kennen sicherlich Foursquare und Facebook Places, in denen man sich einloggt jedes Mal, wenn man ankommt und dann entsprechende Benachrichtigungen bekommt. Man sieht mehr und mehr, dass klassische Medien wie hier die New York Times oder das New York Magazine sich auch im Lokalbereich sehr stark engagieren. Also die sind auf Foursquare aktiv, die machen Promotionen darüber und sie nehmen jetzt ihre klassischen Content und setzen das auf Video ein. Eins meiner Lieblingskolumnen in der New York Times ist das Reiseteil. Da gibt es immer 36 Hours in Berlin, Barcelona oder auch in New York. Und dieses Format wurde entsprechend von den Journalisten, die das schreiben, auch als Videoformat umgesetzt. Wunderschön, also eigenproduziert, aber gleichzeitig hat es auch lokalen Bezug. Kann es auf seinem Mobiltelefon wieder mitnehmen. Mobile, Social, Local.
Moselow. Das New York Magazine ist ebenfalls in das Thema Video eingestiegen. Also das ist ein klassisches Stadtmagazin, aber sehr, sehr mit sehr großer Reichweite, sehr gut angesehen. Und auch hier finden Sie jetzt Filme, Videos, das ganze Thema, was New Yorker interessieren könnte. Bei der Content Creation gibt es auch einige spannende neue Entwicklungen. Neben den Studios, den großen Studios, die sich damit beschäftigen, wie die Formate jetzt ins Internet gehen, auf welchen Vertriebswegen, haben sich auch die sogenannten Broadband-Studios gegründet in den USA. Ich habe Ihnen hier so ein paar Beispiele mitgebracht, Revision 3, Studio Now, World by Biggies. Das sind alles ganz kleine Produktionsfirmen, die sich aber von vornherein ausschließlich auf die Internet auf Internetformate fokussiert haben. Revision 3 hat ein Format, das heißt zum Beispiel Dig Nation, das sind zwei Jungs, die sitzen auf dem Sofa und unterhalten sich die ganze Zeit nur über Gadgets, und vergleichen die und trinken dabei Bier, ein irrsinnig erfolgreiches Format, das also viral und sozial in den Netzwerken überall Verbreitung findet. Und das ist genau die Strategie, also diese ursprünglichen Formate sind natürlich auf den eigenen Websites, verschwinden die. Die müssen raus über die Social Networks, über Over-the-Top-Anbieter gebündelt werden und in Content Networks distribuiert werden. Wir hatten vorhin auch gehört, bei Social fehlt noch die App, die Killer-App. Ich glaube, in den USA zeichnet sich so ein bisschen der Winner heraus, weil viele Firmen beschäftigen sich gerade damit, wie sie eine Social-Einbindung vom Fernsehen, also von dem, was der Zuschauer gerade sieht, in seine Netzwerke bekommt. Eine Firma, der Marktführer im Augenblick, heißt GetGlue. Das wird auch als Foursquare für das Social-Media-Verhalten genannt. Funktioniert so, dass man sich bei diesem Service anmeldet und dann jedes Mal eincheckt, wenn man ein Programm schaut. Und es ist alles über Facebook verbunden und die Sendung, wie hier Glee, bekommt man dann Badges zugeschickt. Und nachdem man diese Badges hat, kann man die wieder einschicken und bekommt einen Preis oder eine Honorierung von dem Sender oder dem jeweiligen Partner. Läuft sehr erfolgreich, besonders die Reality-Shows, die Casting-Shows, American Idol, die großen Reality-Formate sind drin. Es gibt auch andere Firmen, die ähnlich funktionieren, weil natürlich genau gesehen wird, was der Zuschauer sieht, wie sein Verhalten ist, wo die Kommentare werden gesehen und Formate können entsprechend angepasst werden. Es gibt auch andere Firmen, gerade im Silicon Valley, die an Technologien arbeiten, in denen das Fernsehsignal tatsächlich gehört wird. Also man muss sich nicht mehr einloggen, sondern der Computer nimmt das Fernsehsignal auf und entsprechend wird erkannt, welche Sendung man schaut. Also es sind sehr spannende technologische Entwicklungen überall, wo man sagt, das ist der nächste Schritt, dass dieses soziale Verhalten mit dem Fernsehen verkettet wird. Gleichzeitig muss man sagen, diese ganze Landschaft, Mobile, Social, Local, das fängt erst an. Also wir stehen wirklich am Anfang einer sehr, sehr spannenden Entwicklung und jeder sagt, wir können es noch nicht einordnen, wir kennen das klassische Fernsehen, wir kennen das Nutzungsverhalten, aber wohin geht das? Und da kann wirklich keiner die Antwort geben, nur was man aus den USA sieht, dass wirklich alle Sender und Kreative dabei sind. Und jeder probiert es aus und sieht einfach, wie der Zuschauer darauf reagiert. Diesen nächsten Punkt, den finde ich persönlich auch sehr spannend. Vielleicht hatten einige von Ihnen Gelegenheit, gestern bei Red Bull zuzuhören. Wirklich ein sehr spannendes Unternehmen, die aus ihrer starken Markenpräsenz im Jugendsektor und den vielen Events, die sie selber kreieren, tatsächlich eine Marke, eine Medienmarke rauskreieren. Man sieht Ähnliches, Red Bull ist natürlich sehr auf eine Zielgruppe fokussiert, aber man sieht Ähnliches im Augenblick bei den Spielwarenherstellern ganz stark. Also Mattel hat sein Barbie, sehr erfolgreiches Barbie-Modell in Filme jetzt umgesetzt. Ich weiß es selber, weil meine 3-, 4- und 7-Jährigen sie alle gesammelt haben und alle sehen.
Diese Formate gehen jetzt auf DVD, Fernsehvertrieb, aber auch dann in YouTube-Channel und in alle soziale Netzwerke. Und es ist kein, und der Unterschied ist, glaube ich, sehr wichtig, es ist kein Branded Entertainment. Es wird nicht auf das neue Barbie-Launch hingewiesen und gesagt, drumherum spielen wir etwas, sondern das sind wirklich ganz reale Geschichten, die halt Barbie als Hauptperson haben. Aber es sind normal gestrickte Geschichten und hier gehen wirklich die Spielzeughersteller ganz stark in Medienproperties rein. Und die Disneys und die Knicks dieser Welt schauen sich das natürlich an und überlegen, wie das mit ihren eigenen Merchandise-Aktivitäten zusammenpasst. Und man sieht einfach, dass diese Firmen sich immer mehr zu einem 360-Grad-Anbieter werden. Ähnliche Entwicklung Hasbro, die haben dieses Pony und haben, das kenne ich jetzt nicht, also das schauen meine Töchter nicht, deshalb kenne ich es nicht so gut, aber die haben darüber hinaus, das, was auch sehr spannend ist und ein bisschen in die Red Bull-Richtung geht, über den Fernsehcontent, den sie jetzt schaffen, sich auch in einem Joint Venture mit Discovery an einem eigenen Fernsehsender in den USA jetzt beteiligt, der heißt The Hub und hat auch eine eigene große Internetpräsenz, also da auch ein klassischer Retailer, Spielzeughersteller, der jetzt zum Medienunternehmer und Distributor wird. Und diesen Trend, also das würde ich klar vorhersehen, dass es wird nicht nur die Spielzeugbranche sein, es werden viele Marken sein, Retailer sein, die sich genau überlegen, wo sie ihre Zielgruppe mit Medien 360 Grad erreichen können. Dann ist das ist ehrlich gesagt persönlich mein Lieblingsbeispiel, deshalb habe ich Ihnen auch noch ein paar mehr Slides mitgebracht, ist diese Idee, dass sich aus vielen dieser neuen Entwicklungen, digitalen Firmen, die sich gründen, tolle neue Ideen gründen können. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist in diesem Jahr, überschreiten wir eine große Schwelle, der 7-milliardenste Mensch wird geboren. Im Oktober wird vorausgesagt, dass irgendwo auf dieser Welt sehr viele Babys, wahrscheinlich gleichzeitig, aber es wird das 7-milliardenste sein, geboren wird. Was insofern eine große Herausforderung ist, weil wir vor wenigen Jahren erst den 6-milliardesten Bürger haben und wenn es so weitergeht, sind wir bald bei 9 Milliarden. Ein Thema, was sowohl die Frage der Überbevölkerung, der Megacities, die Welt ist von 7 auf 21 Städte, Megacities, die über, ich glaube, 20 Millionen Einwohner hat gewachsen, Nahrungsmittel, Ressourcen, diese ganzen Themen hängen natürlich dran. Es ist sowohl eine Errungenschaft, dass so viele Menschen auf dieser Welt sind, aber natürlich stehen wir vor großen Herausforderungen. Und damit beschäftigt sich die UN in New York, eine Unterorganisation, die sich genau mit der Weltbevölkerungsfrage beschäftigt. Die ist vor wenigen Monaten zur Columbia Journalism School gegangen und hat gesagt, naja, wir sind eine kleine Organisation, wir bekommen nicht mehr ganz so viel Gelder von unseren Mitgliedstaaten, also eine Unterorganisation, UN ist natürlich sehr groß, könnt ihr uns helfen, eine weltweite Kampagne zu starten. Wir haben ungefähr 100.000 Dollar und jeder von Ihnen, der in der Werbebranche ist, weiß, dass mit 100.000 Dollar man keine weltweite Kampagne zusammenbekommt, ist schon gar nicht eine, die dann 2 Milliarden Menschen, die online sind, auf dieser Welt erreicht. Die Columbia Journalism School hat gesagt, ja, das sind einige Professionen hier auf dem Bild dabei, gesagt, das machen wir. Wir machen ein Social Media Bootcamp für euch. Kommt zusammen, bringt 2, 3 Entscheidungsträger mit und wir bringen die anderen zusammen. Und wir versuchen mit den Ideen, die überall auf der Welt gerade entstehen, mit den neuen Analyse-Tools, mit den neuen Kommunikationstools, mit den neuen visuellen Tools, an einer Kampagne und an Messages für euch zu arbeiten. Wir setzen uns zusammen. Dem Aufruf sind einige große gefolgt. Facebook war an dem Wochenende dabei, Google, die Deutsche Telekom, Foursquare, IBM, SAP, Mars, Idealist, was eine Organisation, auch sehr spannend, sollten Sie sich mal anschauen. Eine Website ist für Non-For-Profits, die besten Ideen sammelt und auch Gelder zusammenbringt. Mashable als Social-Media-Seite. Und diese ganzen wirklich Top-Denker in dem Bereich haben sich ein Wochenende lang zusammengesetzt und haben sich überlegt, was sind die Herausforderungen und was für eine Message wollen wir in dieser Kampagne im Laufe des Jahres herausbringen.
Als erstes haben Sie natürlich gesagt, die größte Herausforderung ist, dass wir mit einer Social-Media-Kampagne nicht die ganze Welt erreichen, weil von diesen 7 Milliarden sind halt nur 2,5 Milliarden online und die anderen haben keinen Zugang zu Internet. Deshalb müssen wir das mehr als jeden einzelnen Mensch erreichen und sagen, du bist ein Teil von 7 Milliarden. Das sind nicht diese großen Probleme, die wir bewältigen müssen, sondern jeder Einzelne ist dabei. Und einer der Ergebnisse ist halt, dass zu 7 Milliarden Aktionen aufgerufen wird und man die versucht, diese Menschen auf der Welt miteinander zu verbinden. Also sollen Geschichten erzählt werden, es sollen Verbindungen geschafft werden und das alles auf Social Plattformen. Und jetzt sind die ersten, das ist also eine Kampagne, die ist im Gange. Ich gebe Ihnen auch nachher die Website, da können sich auch weiterhin Unternehmen beteiligen und Einzelne beteiligen. Einer der ersten Sachen, die gemacht wurde, es wurde ein Design-Contest für diese Kampagne auf Crowdspring veranstaltet, auch wenn Sie in einem Unternehmen sitzen, auch ein sehr spannendes Unternehmen, also es wird sitzen sehr gute Designer hinter diesen Freelancer, hinter dieser Firma und Sie können ein Design, eine Marke in Auftrag geben und bekommen innerhalb, Sie können einen Zeitraum für diesen Pitch geben, innerhalb von 5-6 Tagen die tollsten Designs, ich habe selber schon 3-4 Mal genutzt und Sie schreiben halt ein eigenes Preisgeld aus, je nachdem, was Sie ausschreiben, würde ich sagen, bekommen Sie auch Zuschriften, aber Sie können tolle Logos, tolle Claims dort bekommen. Das war der erste Schritt. Man benutzte Crowdsource für die Entwicklung des 7 Billion Logos, was Sie unten sehen für die Kampagne. Facebook hat einen sehr super spannenden Vortrag gehalten, was sie tatsächlich machen. Wir waren ja auch sehr involviert in den ganzen politischen Entwicklungen, was sie machen können, um solche Kampagnen zu unterstützen. Es wird auf Facebook eine Seite geben, ich glaube, sie ist noch nicht live, wo man Fotos hochladen kann, wo man die Geschichte als Teil dieser Bevölkerung erzählen kann, wo man sich mit anderen, die Teil der Kampagne sind, verbinden kann. Es wird eine SMS-Kampagne geben, mit der man die Geschichte texten kann, Twitter ist dabei. Und diese viralen, diese Analytics, die man braucht, um diese ganzen Geschichten zusammenzuführen, werden jetzt, ich glaube, im Mitte Juni von IBM in einem zweitägigen Wochenende, wo sich Mitarbeiter freiwillig für dieses Projekt gemeldet haben, um die ganze Technologie zu entwickeln, zusammengestellt. Das sind dann nachher die Infographics, die herauskommen werden, also dass man sieht, wo ist die Bevölkerung, wo sind die Ressourcen, wo bin ich, wie ist der Lebensdurchschnitt, was sind die Erwartungen, also diese ganzen Themen, die Überpunkte der großen Kampagne sind, werden zusammengefasst werden und es werden Channels erscheinen auf Twitter, auf YouTube, Videos werden erscheinen, wo man sich näher mit dieser Thematik beschäftigen kann und vor allen Dingen wieder sich verbinden kann mit denjenigen, die involviert sind in der Kampagne. National Geographic ist einer der hauptklassischen Mediapartner. National Geographic beschäftigt sich das ganze Jahr mit der Frage, wie die Welt aussehen wird mit 7 Milliarden Menschen. Sie haben Ausstellungen geplant, mehrere Hefte werden in diesem Jahr dazu erscheinen zu dem Thema und ich habe Ihnen zum Schluss auch noch ein Video mitgebracht, was nämlich von National Geographic gemacht wurde zu diesem Thema und die haben auch, werden auch Fotos, also im Oktober wird das 7 Milliardste Baby, wie gesagt, geboren werden und es werden Fotos hochgeladen und es wird gefeiert werden, dieses Baby. Aber jetzt zeige ich Ihnen das Video. Ist der Ton da? Beendet haben das Video.
The power of video. Was ich Ihnen vorhin erzählt habe, ist dieses 3-Minuten-Video sehr, sehr einprägsam und sehr intensiv. Und ich würde Sie bitten, schauen Sie sich diese Kampagne an. Das ist wirklich ein offener Aufruf auch an Unternehmen, sich zu beteiligen. Das nächste Social Media Bootcamp wird in China stattfinden in ein paar Monaten. Zusammenfassend, was ich Ihnen heute, ich habe Ihnen sehr viele Beispiele gebracht und es ist immer ein bisschen schwierig, dann Übergeordnetes noch mal zu sehen, wenn wir es noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ich denke, wir stehen wirklich erst am Anfang dieser ganzen Möglichkeiten. Und ja, Fernsehen ist und bleibt das Leitmedium. Es ist unbestritten auch, dass die Sender zwar weiter fragmentieren, aber nach wie vor sehr viel Zuschauer in sehr kurzer Zeit erreichen. Aber man muss sich jetzt mit den neuen Distributionsmöglichkeiten und Wegen beschäftigen. Man muss wirklich dahin gehen, wo seine Zuschauer sind. Und da kommen sehr spannende neue Player auch auf den Markt. Man sieht heute zum Beispiel, dass klassische News-Aggregatoren wie Yahoo heute auch Content selber produzieren. Also wir werden neue Medienplayer und neue Distributoren finden. Sie müssen auf Ihr Publikum zugeschnitten das Programm und den Content liefern. Mobil, sozial, social und local sind die Stichwörter hier. Marken werden immer mehr selber zu Medien- und Programmanbietern. Und das letzte Beispiel hat es, glaube ich, sehr schön gezeigt, dass wirklich die Kollaboration von Marken, von Organisationen und auch von Medien ganz fantastische Ergebnisse bringen kann und uns auch auf dieser Welt ein Stück weiterbringt. Ganz herzlichen Dank. Ich stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.